So, hey Leute, heute mal wieder Stefanie2289. Diesmal dachte ich mir, erstellen wir der Figur von letztem Mal doch gleich mal ein Haus, damit wir auch im nächsten Video ordentlich damit anfangen können, das Ganze zu spielen. Allgemein für das Haus dachte ich mir, die Farben etwas dunkler zu halten, wie man hier auch ganz gut am Beispiel des Flures sehen kann. Fürs Wohnzimmer dachte ich mir eben so ein dunkleres Parkett beizubehalten, dafür aber eine weiße Wand mit einem sozusagen destroyed Look und ebenso auch ein kleines Schränkchen, wo jegliche andere kleine Materialien rein können und ein Ofen in der Ecke, wo man sich an kalten Tagen hinsetzen kann und entspannen kann. Wundert euch bitte nicht bei mir, ich habe es liebend gerne in Sims so, dass wirklich in jedem Raum, ausnahmslos in jedem Raum, Pflanzen stehen, weil ich finde, dass die Pflanzen dem Raum etwas Leben einhauchen, damit er nicht immer so trostlos aussieht. Und meistens bei mir sieht das Ganze auch eher schwarz-weiß aus und die grüne Pflanze von nebenan sorgt dann doch für etwas mehr räumliches Wohn- und Wohlgefühl. Im Badezimmer wiederum setzte ich eher auf Kacheln und eine durchsichtige Duschkabine. Wieder mal eine Pflanze in der Ecke und die kleinen Details im Schränkchen habe ich auch nicht vergessen. Auch kann hier der Sims theoretisch seine Handtücher aufhängen, nachdem er duschen war. Im Schlafzimmer habe ich darauf geachtet, dass es ein Doppelbett ist, egal ob sie jetzt alleine lebt oder nicht oder für den Fall eines unerwarteten Besuchs. Einfach nur, selbst ich persönlich würde mich in einem Doppelbett viel wohler fühlen, weil ich brauche einfach meinen Platz und ich muss mich irgendwo ausbreiten. Für die Küche wiederum habe ich auf jeden Fall die Geräte Spülmaschine und Mikrowelle nicht außer Acht gelassen, weil das für mich lebenswichtige Dinge sind. Auch weil die Küche so geräumig und groß ist, dachte ich mir, könnte ich daraus ebenso ein Esszimmer und ein Arbeitszimmer machen, damit sie auch an dem Computer arbeiten kann oder sollte sie Gäste haben, kann sie auch am Tisch mit ihnen essen. Für draußen habe ich mir einfach nur einen Baum hingestellt und einen Steinweg vor der Haustür. Hier könnt ihr dann jetzt nochmal das Endergebnis vom Flur sehen. Hier auch ebenso der Schuhschrank mit kleinen Schüchen und der Spiegel, an dem man sich jeden Morgen angucken kann. Im Wohnzimmer wiederum wurde der Fernseher an die Wand geklatscht, eine Pflanze in die Ecke hingepackt. Und wie gesagt, eine kleine Ecke zum Wohlfühlen mit dem kleinen Ofen. Im Badezimmer habe ich darauf geachtet, dass etwas mehr Platz herrscht und dass der Sim sich relativ wohlfühlen könnte. In der Küche, in der wohl der meiste Platz des ganzen Hauses ist, findet man ebenso, wie schon gesagt, einen Computer und auch einen Esstisch für die Gäste und im Hintergrund ein Atelier zum Zeichnen.
Und hier könnt ihr auch nochmal das Schlafzimmer sehen mit dem Doppelbett und den Vorhängen. Ich hoffe, euch gefällt meine Kreation vom Haus und wir sehen uns dann. Bis dahin. Tschüss.